Ja, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Skyrim mit Ulfgar. Wie ihr wahrscheinlich hört, habe ich jetzt beide Mikrofone aktiviert und ich hoffe, dass der Sound dadurch ein wenig besser ist als vorher. Ich habe bereits in einer Testaufnahme feststellen können, dass das Brummen ein wenig geringer geworden ist und ja, die Klarheit natürlich ein bisschen besser. Dass das hier im Spiel vielleicht nicht ganz so gut rüberkommt, liegt einfach daran, dass ich mit XSplit aufnehme und keine Lizenz habe. Also nur die kostenfreie Version, die nur ja, eine relativ schlechte Soundqualität aufnehmen kann, darf oder soll. Was auch immer. Damit man halt doch irgendwie mal die Lizenz bezahlt. Aber ich hoffe mal, das bricht nichts ab, weil durch beide Mikrofone jetzt habe ich doppelt so viel One of the best soldiers Pegelausschlag. in the Das Stormcloak heißt, ich Army. muss nicht so viel verstärken. Warum heult hier einer? Hoffe ich doch jedenfalls. Und das wiederum bedeutet dann theoretisch, dass ich auch besser sprechen kann. Also ich höre für mich aus viel weniger Störgeräusche jetzt nebenbei. Ich werde dann sehen, wie das ist, wenn ich hier spiele. Warum nicht A denn? few septims for my supper is all I ask. Always sad. This is a shame. Always sad when someone has to die. Warum liegt hier einer rum? Warum hat sie einen Silberring? Und einen silbernen Dingens? Na gut, jetzt hab ich's. Ach, warte mal, da hinten ist ein. Was ist denn das für eine Quest? Kill the Giant. Visit. Ach so, ja, stimmt. Ich habe ein neues Haus gekauft. Genau, da könnten wir ja auch mal reingucken. Ich muss zugeben, in Windhelm hatte ich noch nie ein Haus. Na, das ist sehr interessant. Führt die Blutspur direkt in mein Haus. Ganz toll. Look for clues. Pots and pans. Okay. Was liegt hier rum, bitteschön? Metall? Eine Kiste. Interessant. Irgendwas mit einem Fleischer. Halt. Ah, okay, ich muss das Tagebuch zusammensuchen, ja. Na, dann looke ich mal vor Clues. An die Wand genagelt. Oh. Das war ja einfach. Meine Fresse. Welches Schwein hat denn hier gelebt? Das erinnert mich an den Typen, der damals bei Oblivion im Leuchtturm gewohnt hat unten. Den musste man dann in der Folge der Questreihe der Dunklen Bruderschaft nachher noch aufsuchen. Bin so ein verrückt gewordener Typ, der dann nachher die Bruderschaftsleute dort töten wollte. Wow. Wie viel war das wert? 1000. Oh, das sieht schick aus. Na gut, der hat wohl irgendwie seine eigenen Plakate weggenommen. Okay, das Ding passt wieder perfekt hier irgendwie rein. Aber hier sind keine Beweise mehr. Da kann ich mal nach oben gehen. Ich höre es nur ein bisschen glitzern hier.
Och nö, sag bloß Daedra. Die spielen doch auch immer mit den Stühlen rum. Hier ist gar nichts. Nur ein Grafikfehler. Das Haus gefällt mir aber. Es ist schön groß. Das ist eine Bank. Ich kann hier nochmal das Tagebuch lesen. Ich muss hier noch irgendwelche Beweise finden, eindeutig. Irgendwas fehlt noch. Ich habe jedenfalls stark den Verdacht. Kann ich dich mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Noch ein Regal, aber das macht nichts. Das ist einfach nur da. Hat das Ding vielleicht einen Keller? Sieht nicht so aus. Es ist leer. Ob da was passiert? Nee. Lustig, der Schatten der Flasche. Ich gehe noch mal in den Keller da nebenan hier. Mir scheint, als müsste ich das Tagebuch mal richtig lesen. Aber ich habe hier tatsächlich was vergessen. Und naja, ich werde dann erstmal das Tagebuch gleich lesen. Nachdem ich etwas aus meinem Auge rausgeholt habe, das da drin nervt. Oder? Nein, da passiert nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass ich das Amulett hier angezogen habe, passiert irgendwas im Sinne von, jetzt kommt der Daedra aus der Ecke und oh nee, du bist jetzt verflucht, du kannst nicht mehr weg, du musst jetzt hier bleiben. Das lässt sich nicht bewegen. Ist da was unterm Stuhl? Auch nicht. Unter dem Tisch? Auch nicht. Ist bloß ein bisschen Bier und die kommen ja dumme Kiste da. Okay, dann erstmal wieder Jups Dingen hier anziehen und dann schauen wir mal. Gut, da hat er nur kurz vorher irgendwas angesammelt aufbauen.
Gut. Mal was testen. Jetzt nur einfach so mal, weil da irgendwas stand, guckt zum Licht und denkt daran, wann eine Seele rauskommen könnte oder so. Deswegen denke ich mir mal, mache ich es mal Nacht. Oh! Alte Scheiße. Es ist natürlich keine Seele, sondern meine Frau. People say Skyrim is one of the most dangerous places in Tamriel. I think they're wrong. It's magnificent, and I'm proud to call it home. Hm. Noch mal eine Stunde warten. So. Jetzt ist es nachts, eindeutig. My mother was a strong woman. She's the one who instructed me on my sword fighting techniques. Can you imagine? Er hat sich auch genau umgebracht. Hier kann man sich eigentlich aufhängen. Hm, unter dem Bett. Da ist auch nichts. Tja, dann weiß ich nicht weiter. Dann muss ich jetzt echt mal draußen gucken. Hier habe ich nichts verpasst. Das ist einfach nur so eine Abstellkammer hier. Hier war auch nichts. Nicht zu sehen. Hm. Könnt noch mal probieren, irgendwas mit dem Amulett zu machen, kurz. Da ist aber nichts drin. Es ist 0 Uhr. Es ist keiner hier. Ich weiß nicht, was ich hier noch soll. Keine Ahnung. Es ist scheinbar eins von seinen komischen Opfern ist dann entkommen. Wie es hier so scheint. Das hat sich denn hier noch lang geschleppt? Und ist hier irgendwo auf dem Friedhof dann verreckt. Hier unten. Ja, ich könnte jetzt mal noch hier draußen nach ein paar Dingern sehen. Vielleicht hat sie irgendwo was verloren, aber ich... keine Ahnung, weil... es wird mir auch nichts angezeigt, ja. Questmarker technisch. Follow up the clues from bla. Oder on the clues from bla. Null Ahnung, was das ist hier. Hier liegt aber auch überall nichts. Ich hab nur dieses komische Amulette und das war's. Was ist das? Eine Zeichnung. Mountain Flower. Vielleicht noch hier hinten irgendwas. Kann ja sein, dass es einen Hintereingang gibt oder so. Nee. Ich habe nur dieses Strange Amulet. So, Verzeihung, mich juckte es gerade am Ohr. So. Look to the lights where the soul stands.
Vanilla Roger mit einigen Maus-Skill-Verhands. Aliens und First Transcripted. Warte mal, gab es noch eine andere Seite? Bei also Prevent and Authority Unknown Soon. Ich könnte höchstens mal den Ork im College fragen, ob der vielleicht was weiß. Oh, was ist denn hier los? You're not supposed to be here. Die Tür war offen. Ist extra aus dem Bett aufgestanden. Ja gut, dann ist hier irgendwie eine Wache oder so, die ich mal fragen kann. Das wäre ganz praktisch vielleicht. What do you need? Ah. Ugh. Have you been talking to Viola Giordano? She posts those all over the city and someone keeps taking them down. Ask her about it if you want an earful. All right then. So viel dazu. Gut, kann passieren, ja. Immer vorsichtig sein und noch ein bisschen was suchen, bevor man da einfach so losgeht. Poor Nilsine has been wrecked. Be on the lookout. The butcher could be around any corner. I've been following him for months now. Well, not actually following, trying to find him. The guards won't help. The people won't help. I'm the only one who thinks he can be caught. Huh? What's it say? Wounfirth. There have been rumors swirling about him for years, as long as I can remember. But he's a dangerous man. That's why they call him the Unliving. I wouldn't approach him directly. This information needs to go straight to the steward. He'll listen to you. Yo, okay. Ulfric Stormcloak was a true hero of Skyrim. Nein, er war ein rassistisches Schwein, deswegen ist er auch tot. Okay, dann hoffen wir mal, dass der Stuart noch irgendwas kann. Ja, er ist wohl im Bett, wie mir scheint. Dann muss ich ihn wohl wecken. I don't like talking to someone who holds their honor so cheaply. That's quite an accusation. I assume you have proof. I don't want to believe it. Wounfirth has been a trusted friend to Ulfric for many years. It pains me to see that the whispers had truth to them. Wounfirth shall be apprehended. I thank you for your diligence in getting to the bottom of this matter. The streets of Windhelm are now safe. Na super. I do the cooking and cleaning around the palace. This person is busy. Don't need to pay me no. You, you're coming with me. Das sieht interessant aus. My father wanted me to follow in his footsteps as a hunter, but I set my aspirations a bit higher. He never complained. I miss him. What is the meaning of this? You're under the arrest for the murder of Susanna of Candlehearth Hall and Frigga Shattershield. And all the rest. We are wise to your scheming, you coward. Has the whole city lost their brains? I've been scrying and auguring to find the murderer myself. Make your excuses from the bloodworks, wizard. Get him out of my sight. Yes, sir. I'm sorry, sir, but you'll have to come with me. This isn't over, your life.
Oh no, by the gods, this can't be happening. Ja, okay. Gut, ja, ja, der... Damn shame. Der liegt da schon eine ganze Weile rum, Leute. So. I've seen enough death to last. Okay. Jetzt muss ich warten, bis er oben wieder fertig ist, weil ich hätte dann gerne ein paar... Möbel für mein Haus. Sekunde, war das überhaupt mein Haus? Eigentlich schon, ne? Kill the Giant, ja, ja. Serving a steward to Ulfric, I'd be glad to help you. And of course, now, what would you like to purchase? Okay, Kitchen. Very well. Is there anything else you'd like to purchase? Bedroom. Very well. Is there anything else you'd like to purchase? Very well. Living Is there room. Anything else you'd like to purchase? Very well. Is there anything else you'd like to purchase? Clean up. Very well. Is there anything else you'd like to purchase? Very well. Is there anything else you'd like to purchase? I'm sorry, but you don't seem to have enough gold to pay for that. Mist. Genau das fehlt mir noch. 700, ja. Egal, ich gehe noch mal gucken, wie es jetzt aussieht. Dürfte jetzt einigermaßen okay sein. Danach gucke ich mal in den Knast, mal sehen, was der Alte dazu zu sagen hat, dass ich ihn da reingebracht habe. Good morning. Bin sehr gespannt. Ja, das sieht schon besser aus, allerdings sieht das hier aus... Naja, das sieht überhaupt nicht gut aus. Es ist ein Riesenraum, aber irgendwie steht nichts drin. Nur so ein bisschen was an der Wand. Mein Geheimlabor hier. Und wahrscheinlich kommt dann hier auch noch das Biolabor hin hier, das Alchemiezeug. Und hier kann ich erstmal den Kram wieder reinpacken. Cloves hier. Dip, 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 dip. Ansonsten ist es ja doch ganz okay hier. Soweit. Hüpf. Weapon Rack. Schön, schön, schön. Und so viele Mannequins hier. Mannequins, weiß ich nicht, wie man die ausspricht. So, was haben wir hier in der Ecke? Nisch, ne? Nisch. Hier könnt natürlich auch das Alchemielabor hin. Oh, so viele Waffendinger hier. Und das Ganze hier nochmal. Naja, es fehlt Platz, aber wenig Einrichtung. Gut. Ich wollte mich ja noch um was kümmern. Da will nämlich noch ein Riese sterben. Ja, wo ist denn jetzt der Pfeil? Pfeil... Da oben. Ah, da bin ich ja fast in der Nähe. Ja, dann war es das aber auch eigentlich schon noch. Ach nee, ich muss ja noch drei Dinge muss ich machen, damit ich dort feinen werde. Das ist natürlich dann ein erkanntes Ziel von mir. Wenn ich das schon anfange, dann will ich das natürlich auch werden. Das Haus habe ich ja nun inzwischen schon, weil ich da die Stadt mehr oder weniger eingenommen habe. Ich hätte gern Soultier. Ach, schon wieder zwei. Dann nehme ich doch lieber das.
Ich wollte gerade sagen, ist ja gerade gestolpert, aber der hat auf den Boden gehauen. Ebony Sword. Oder wie auch immer. Oh, der Pfeil im Auge. Ach shit. Jetzt fliegt er mir jetzt davon, ne? Nee. Das wäre ja noch schöner gewesen, wenn er jetzt einfach mal einen Abzug macht. Ach ja, mein Stuhl wird man wahrscheinlich jetzt noch mehr hören als vorher. Muss man mitleben. Flatsch. So, was hast du denn Schönes? Ebenherzpfeile, die nehme ich mit. Die sind von meiner Frau. Nee, das kann da bleiben. Ein Saphir-Zeug. Okay, dann gehen wir mal Bericht erstatten. Und danach sehe ich mich nach ein paar Aufgaben um. Zwei müsste ich jetzt noch erledigen, nachdem ich den Mörder dort... Nee, das hat nicht gezählt. Ach, ist ja beschissen. Serving a steward to Ulf. Excellent. You've done us a great service. Here is your reward. Und that's got. May the gods watch over your battles, friend. Nee. Safe journeys, sword. It's dangerous out there. You have something to say. Unless you're here to solve this nightmare problem, I don't need you. That's right. Dawnstar. My Dawnstar is plagued with nightmares. Hey? I haven't slept properly in days. That priest of Mara who came here before you says the divines will cure us. Well, until they do, I don't have any business to discuss with outsiders. Warum zum Henker ist der Jarl von Dawnstar in Windhelm? Sitzt hier am Tisch und säuft. The Jarl is tired. Be mindful. Being in exile is the most humiliating thing I've experienced in my life. Ich hoffe, das wurde jetzt nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, wo mein Handy liegt. Hier oben. Warum zum Henker habe ich dann Störgeräusche? Lost. Ja gut, Leuten helfen. Okay, dann schauen wir mal. Spare a coin for an old woman, my lord. Oh, thank you. Bitte schön. Divines bless your kind heart. The divines. Der sieht ganz voll aus. Brauchst du Hilfe? I'd be out there fighting the Imperials right now if it wasn't for my war wound. Doch nicht. Ja gut. Gucken wir mal hier in der öffentlichen Taverne. Also naja, eine Taverne sollte öffentlich sein. This here's Candlehearth Hall. Great rooms upstairs, and there's a bed for rent on the ground floor. Aye, that I do. I ain't saying he was perfect, but he knew what it meant to be a Nord. The Empire's always taken us for granted. Nords died by the thousands in the Great War. And what did the Empire do? They outlawed the worship of Talos. Skyrim's most beloved son. Huh, there's thanks for you. I guess what I'm saying is, Ulfric stood up for us, and for all Skyrim. So who's gonna stand up for us now? Halt dich an die Gesetze, dann passiert dir auch nichts. Okay, die will nichts von mir. Enjoy your stay, and don't break nothing. Okay. I still can't believe Isabella's gone. I'm a writer by trade. Not that the people of Skyrim do much reading. I write drama, friend. The legends and history of Skyrim made to excite and inspire. Poor Gerard Germain at the Bard's College has been waiting for my latest work, Olaf and the Dragon.
for weeks now. Roads are a mess. You're sure? When you see Gerard, ask for a tip. I'm sure he'll be in a good mood after reading this. May you lose yourself in the pages of a good book. You. You a dark elf lover? Get out of our city, you filthy piece of trash. They're parasites. They're living in our city under our protection. But what do they do for us? Nothing. I know the High King invited them here, but he didn't ask me or anyone else first. Maybe he should have. Wouldn't surprise me. They've done nothing to help in the fight for Skyrim's freedom. Those Thalmor elves, too. I bet they're working together. Maybe I should round up some men and take us a few prisoners to interrogate. Don't like it? Too bad. This is our city. Ours! Don't think I can take you? 100 septims say I can punch you back where you came from. All right. Fists only. None of that magic stuff either. Let's go. Come on. Never should have come here. Last mistake. That's it. You won't get away with that. Oops. Ich habe irgendwas aufgehoben. Entschuldigung. Hey, hands off. Every night I walk around the Grey Quarter and let them Greyskins know what I think of them. Get out of my face. Ach, schade. Ich krieg nichts. Nur weil meine Rüstung angesprungen ist. Naja, dann nicht. Okay, erstmal ein Buch überbringen. Dann sind wir schon mal eins weiter. Wo soll ich denn hin? Nach Solitude. Super. Also, ist eine ziemlich lange Reise. Für ein Buch. Aber was tut man nicht alles? So. Da oben, okay. Dean Inga says a bard can never have enough practice. So, would you like a tune? Nein, gerade nicht. Ach, okay, verstehe schon. Hello, yes. I'm the Dean of History and scribe work when I can find some quiet time. Ah, yes. Adonato's new work. Shorter than I expected, but words must be judged on merit, not length. I'll look over this later. Why don't you take this for your trouble? Yeah. I suppose I should return to my papers. Oh. People of Eastmarsh. 4 von 5. Wo kam jetzt das dritte her? Sehr interessant. Mal direkt wieder zurück. Der eine, den kriege ich noch hin. Jawohl. Wahrscheinlich irgendein Auftrag beim Schmied oder sowas. Mal gucken. Oder irgendein Alchemielabor. Kram zusammensammeln, das kriege ich hin. Name's News. I'm the cook up at Candlehearth Hall. Okay. My father says we need to just get on with our lives. I think it's that easy. Oh, you. Every time I look at you, my blood boils. I make no secret of it. I don't care if the Empire controls the city or not. I won't hide my loyalty to the dream of a free Skyrim. Ulfric fought for that dream with more courage and honor than any Nord who ever lived. But now he's gone. And the dream is gone with him. But I'll be ready when a new leader takes up the cause. As sure as ice is cold and stone is hard, I'll be ready. Dann hol doch deine Freunde zusammen, mach zusammen was und nicht alle einzeln. Da bringst du noch mal was. Can't believe Ulfric's gone. If not for Hermir, I'd have left the city by now. Of course I am. What do I look like, a tavern wench? Don't let my words cut you, Susie. I've just been working the forge too hard.
trying to set this sword right. Das Schwert sieht aus wie ein... Naja, eine Schuhsohle für einen Riesen. Jarl wanted to look like an ancient blade. High Queen Freydis ruled over Windhelm in the Second Era. Her sword is legendary. Hm. Getting the real sword would be even better than making a copy. But no one wants to risk getting it from its resting place. If you find that sword, Traveler, I'd be grateful. Don't forget. Gut, ich denke mal, damit habe ich dann die letzte Quest gefunden. Ich muss ein Schwert wiederholen. Das wäre jetzt nicht das erste, das ich da wiederhole. Und warum zum Henker wird mir nichts angezeigt? Inside Gürgener Hall. Na gut, dann kann ich von da aus reisen. Danach höre ich mir mal noch an, was er sonst zu sagen hat. Da ging es ja noch um einiges. Ja, diesmal ist es eine Höhle, kein irgendwie besonderer Ort im Sinne von Zwergenruine oder sowas. Oder hinten ist noch so ein komisches Natur... Oh ne, Spinnen. So ein Naturgedönse. Oh Gott. Jetzt genau über dem Pfeil, der mir sagt, da reingehen. Oben auf der Karte da. Da könnte ich danach nochmal schnell hinflitzen und mir das mal angucken. Oder einfach nur, um den Checkpoint zu haben. Ach, was soll's. Aufstehen. Ummieten. Ach, sehr lächerlich. Noch einer? Da geht's ran. Ja. Hab da ein paar größere Spinnen auf Lager oder so? Langweil mich. Ah ja, da kommen sie. Und wie tief es hier runter geht. Und dass hier immer noch Licht brennt. Oh, Blatt leer. Hm. Darf ich jetzt Mutter Spinne töten, ja? Toll, dass ich jetzt nicht mehr mitgekriegt, dass ich da bin. Jawohl, Mutterspinne. Wie langweilig. Ach, sieht aus wie ein normales imperiales Schwert. Ja, ja. Kann ich noch verkaufen oder sowas? Nee, das kommt da hinten in mein Haus rein. Nee, das verkaufe ich. Scheiße, ich brauche Geld. Ausgang. Yummy, 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 yummy. So. Einmal fix zurück, dann kriegt er die Klinge und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Fertig mit den Nerven hier. Ach ja, ich wollte ja nochmal in den Knast gehen dann. What do you want? No. Everyone says Jorland Greymane is the best smith in Skyrim. I plan to change a few minds about that. Look at that edge. Still sharp. I'll present this to the Jarl later. As for you, let me show you some smithy techniques. Sehr nett von dir. I almost did it.
I wasn't sure I could stomach having some Imperial tell me how to live my life. I was ready to pack my things when Hermir came to me. She wanted to make sure I'd finish teaching her the smithing trade. That girl's determination won me over. I suppose it didn't hurt that she said she only wanted to learn from the best smith in Skyrim. I couldn't let her run off to that pretender, Jorlan Greyman, could I? Every bit as sharp as what you'll find in Whiterun. I respect Jorlan, but he has the good fortune to work the Skyforge. Something about the fires. Their steel just holds tighter. If that makes any sense. I don't see these troubles as business. This is a labor of honor. To bring Ulfric his rightful glory, I would hammer 1,000 shields. Sure as bones, I might just have to. Inzwischen nicht mehr, tut mir leid. Okay, ja gut, da ich das jetzt hier erstmal erledigt habe. So. Witzig. I've been a bit out of sorts since. I'd travel more, but who wants to deal with all the soldiers these days? In some ways, yes, but there is often opportunity and chaos. When a new government takes charge, records can be lost, taxes can be forgotten, and laws aren't always enforced. The new guards are often too busy learning their responsibilities to notice a few smuggled goods or minor robberies. Not that I'd ever get involved in any of those kinds of things, of course. It was difficult at first. The Nords of this city are at best suspicious of outsiders. But in time, I made the right friends and proved myself useful enough that they don't give me trouble anymore. The Dark Elves are too proud and naive to understand the way things truly are, and so they continue to dwell in that slum. Thank you for your custom. Good afternoon. There's an old saying that only a Nord can work the soil in Skyrim. I don't think anyone else would have the patience for it. It takes half a day just to dig a planting row in the cold, stony earth here. But what else can we do? Eat rocks and ice? Good day to you. You need anything, come see me. I'm a dark elf and I live in Windhelm. So yes, I live in the Grey Quarter. You must be new around here, or you'd know they don't let my kind live anywhere outside that slum. Wherever I can find them. If you're the type who worries over where something came from, you may want to move on. Well, not yet. The Empire hasn't been in charge for that long, and real change takes time. Still, having a just and honorable man like Brunwolf in charge can only be an improvement. Unlike Ulfric, Brunwolf has shown a great willingness to work with the other races and make us feel more at home here. For the first time in a long while, I truly believe that there are brighter days ahead. Be sure to stop by Sodri's used wares in the Grey Quarter. Need something? Tja, da haben wir auch schon mal eine Gegenstimme gehört, der sich freut, dass Ulfric nicht mehr da ist. Master, you're far too old for this sort of journey. We don't know what's inside. You see, you're not well. Have a seat, and I'll fetch you some tonic. Now, if there was a tonic that could help me, I would have found it by now. My master can be a bit short-tempered, but I've learned so much from him. Are you kidding? I came all the way from Cyrodiil just to work with him. He's not the best teacher, but just watching him, I've learned so much. All right, then. How must you bother me now? I've almost figured out where it is. Just a man's life work is all. I finally derived the location of the White File, but this don't even busybody won't let me get it. You would
do that? It's good to know there are some people out there who are willing to help an old man. It's buried with its maker, Corral Mill, in a long-forsaken cave to the west of here. Corral Mill was a crafty one, even in death. You would need the skills of a master alchemist to reach his resting place. Luckily for you, I've already made the mixture. Here, take it. Please, don't dally. I've wasted enough time arguing with my useless assistant here. That's... Why are you still standing around here? Go get me the file, you fool! Lass mir raus. Danke. Klingt nach der Aufgabe, die ich gesucht habe. So. Eine weiße Fiole oder irgendwas. Ich muss da oben hin. Na, dann kann ich dann nach unten laufen. Zum Glück kenne ich schon ein paar Orte hier, da muss ich nicht jedes Mal da zu Fuß hinlaufen. Andererseits natürlich hatten wir das alles schon. Aber inzwischen, da kann ich mich zurücklehnen. Das ist schon hier bald 2 Tage Skyrim an Stück. Nur zeitlich gesehen, was ich so gespielt habe. Ja, na, anders gesehen, was ich hier im Let's Play aufgenommen habe, beziehungsweise was auf YouTube online steht. Das sind zumindest schon mal Untote. Das verspricht irgendwie einen Shout oder sowas, den man noch extra kriegt. Nee. Bär. Ich hasse Bären. Die halten so viel aus und sind wahnsinnig laut. Da ist nichts, da ist nichts. Einmal durch. Es ist erstaunlich, dass hier immer noch Licht brennt, obwohl hier wilde Bären leben. Da hätten sie vielleicht ein bisschen dunkler machen können, hier die ganze Sache. Quasi so, dass sich auch mal eine Fackel lohnt. Na. Ah, natürlich, ich kann wieder nicht warten, weil noch irgendwas in der Nähe ist. Ich kann immer noch nicht warten. Ancient Nordboots. Ich kann immer noch nicht warten. Ach, da steht ja noch einer. Ich kann immer noch nicht warten. Irgendwo liegt hier noch eine Leiche im Regal. Der ist schon tot. Nee. Irgendwas hatte ich noch im Visier. So ein Mist. Na gut, das sind jetzt auch nicht die Gegner hier. Gut, der vielleicht schon. Hier noch einer? Sieht nicht so aus.
Ja gut, das Rumschlagen hier, das ist natürlich wieder ein bisschen blöd. Ich versuche natürlich sofort, sobald es geht, mich irgendwie hinzusetzen und die Stunde zu warten, dass es hier weitergehen kann. Aber so ist es natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Ich hoffe mal, das war's jetzt auch. Nein, immer noch nicht. Eine Feuerfalle, hier liegt noch eine. Nichts, 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 eine Falle. Nichts, 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 nichts. Der Tür. Da kann ich dann hoffentlich warten. Ich weiß, da war noch ein Trank im Regal, aber scheiß drauf. Jo. Jetzt dauert es wieder um die 20 Sekunden ungefähr. Da geht's normal weiter. Na komm. Danke. Speichern. Ja, erledigt. Irgendwie habe ich gerade ein Störgeräusch. Ich hoffe, ihr nicht. Dass sie mal auftauchen muss hier so plötzlich. Schubs, ich bin da, hau mir eine rein. Das könnte man sich natürlich auch für später aufheben. Das hat sich erledigt. Gut. Mensch, das ist aber ziemlich weit hier unten. Ach, scheiße. Yay, was zu tun. Okay. Treffen müsste man. Ja. Einfach nur mitnehmen. Das hier auch. Ein bisschen Silber ist da. Das brauche ich aber nicht. Mal gucken, was hier so ist. Ich müsste eigentlich irgendwo den Weg nach unten führen. Der ist tot. Das ist eine Falle. Also geht's nur hier lang. Da ist natürlich noch was. Es sieht aus wie... Ja, abgeschlossen. Okay, jetzt hätte ich Säbel erwartet, die mich hier von der Seite und so angreifen. Also diese Schwingteile. Aber das war dann wohl doch nicht. Ach, verdammt. Ich glaube, ich lasse mich dann einfach mal treffen. Und beende das dann so damit. Na, was soll's. Na los, danke. So, von da. I love the cold air. It's exhilarating. Ich komme. Perhaps it's because of my Nord blood, but there's something about it that makes me feel alive. So geht's hier irgendwie lang. Ist hier noch irgendwas auf dem Boden? Nee. Leg dich wieder zurück. Ist wahrscheinlich besser. Ah, scheiße. Was denn jetzt?
Okay, der rennt weg. Der kommt eindeutig mit mir. Oh! Klar. Zum Glück hat meine Frau auch Betäubung drauf. Inhaltskampfaxt. Nehmen wir mit. Und was kriege ich hier? Leech, Marktpforte. Okay. Kenn ich nicht. 25 Punkte Magieschaden, ne? Kann man verkaufen. Frostresistent, kann man verkaufen. Statt dich zu wehren, haben sie lieber Angst vor mir. Ah, ist hier irgendwo ein Schalter? Ja, das ergibt Sinn. Ein geheimes Alchemielabor. Na gut. Keine Falle. Erstaunlich. Bitte sei hier irgendwo ein Hinterausgang da. Perfekt. Dann kann ich mal fix zurück und mal gucken, was dieses Ding überhaupt macht. Ja, jetzt habe ich natürlich vergessen, wie das Ding heißt. Irgendwas mit Weiß. Ah, okay. Es ist hier so ein Ding. Aber es ist kaputt. Oh, da wird er sich gar nicht freuen. Hoffentlich wälzt er das nicht auf mich ab, aber ist im Grunde genommen auch egal. Hauptsache ich krieg den Hilfebonus da und ich kann endlich meinen Posten einnehmen. Da freue ich mich. Auf zum Alchemisten. Yay! Komm her, alter Mann. Listen. It matches every description of the file that I found in law. But if it can't hold liquid, there's no way of knowing. How did you manage to damage it then? This is what I get for not retrieving it myself. Figures. I doubt you have sufficient knowledge to harm the file, even if you wanted to. Either way, this is the end of it. Now, if you'll excuse me, I'm not quite in the mood to entertain guests. I trust you can show yourself out. Here's for your trouble. 5. I want to thank you for your help. I know my master can be a bit short at times. Okay, bin ich jetzt gemein oder? Oh, I'm sorry about that. Even though the file was damaged, I still think your efforts deserve reward. Now, if you'll pardon me, I'm going to tend to Norellian. I can make his final days a bit less painful. Naja, immerhin 500 Gold noch gekriegt. Bin ich jetzt hiermit fertig? Nein, okay. Tja, dann tut mir leid, da weiß ich nicht, was ich tun soll. Da werde ich mich noch mal ein bisschen schlau machen. Weil jetzt weiß ich nicht mehr so wirklich weiter. Ist die Rüstung schwärzer geworden? Oder liegt es einfach nur an der Grafik? Ach, was soll's.
Gut, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, weil ich werde die Folge dann jetzt hier erstmal beenden. Es war wieder recht erfolgreich, wir haben viel geschafft und wie gesagt, bis zum nächsten Mal versuche ich dann herauszufinden, was ich noch machen kann. Also dann, macht's gut!